willkommen zu einer weiteren Runde The Witcher Wild Hunt. Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Der Baron. Schauen wir nochmal. Könnte ich eigentlich Plätze rufen? Plätze. Haben wir noch mehr. Gut, ist da. Sammelt, wenn ich es abfangen kann. Immer gesehen. Dann das mal. Wegblitze. Blitze. Steige ich denn ab? Häng ich denn ab? Ach, eh. Küssen? Bin ich da auch nie, oder was? Keine Wahl. Zielt auf seine Augen! Keine Angst! Verdammter Ziegenficker! Oh Mann, diese scheiß Bogenschützen. Stufe 7, hurra! Hi, servus, danke fürs Neinschauen. Haben wir wieder ganz geschickt geschafft. Stufe 7 ist mir jetzt echt noch zu heftig einfach. Ich bin zu low, zu public, zu... wie auch immer man es... Ihr sollt einfach so ein bisschen das alte Gebiet zurück am besten. Wir haben hier schon mal einen Marker. Im alten Gebiet einfach nur ein bisschen Gegner niederschnetzeln. Damit wir mal Level machen irgendwie, weil das hat so keinen Taug. Wir sind einfach viel zu schwach. Dann. Qualität, ja. Kriege ich da mehr? Finden hier meine Charakter. Brauchte Punkte einer. Und wie viel habe ich?
verfügbare Punkte 2. Schauen wir nochmal. Stabilität plus 100. Bomben. Jedes bekannte alchemische Rezept der Stufe 1 erhöht die maximale Toxik. Von Trinken und Bombenschaden plus. Hier Kräuterprobe. Raserei. Bei eigener Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner zu einem Konter ansetzt. Ja, auch interessant dann. Ja, gute Frage. Was ist jetzt da? Hat wahrscheinlich nicht unendlich Optionen, oder? Mit verbessern, okay. Oh. Von Öl, naja, nehmen wir mal das. Giftete Klinge hört sich ja jetzt nicht so schlecht an. Ja. So, dann muss ich erst einen Platz freikriegen, oder wie? Teuer dann? Für den. Dann haben wir zumindest mehr Life. Atmen großer Reiche. Da regen wir uns. Oh, 50. Das hat sich. Hier noch allgemein. Okay. Und Sterne. Tagsüber regeneriert Vitalität zu pro Sekunde. Natürlich nicht im Kampf, wenn nachts regeneriert aus. Oh. Hallo. Ja, damit. Doch, Leertaste aktivieren. Platz aus. Achso, okay. Immer blöd. Das ist saublöd. Ja, ich muss mehr Stufen machen. Das hilft alles nichts. Ich brauch Level. Quests. Was haben wir denn da? Hexenjagd. Wählen. Okay, und was haben wir noch? Ebenquest. Da, wählen. Der Auftrag ist zu hoch. Schatzsuche ist auch fast noch ein bisschen zu hoch momentan. Ja. Scheiterhaufen finde und verbrenne die Leichen. Wählen. R-Taste. Folgen. Schauen wir doch da mal. Dahin 801 Meter. Dann mal in die Richtung einfach. Stufe 3 hört sich auf jeden Fall besser an, weil ja, Stufe 7 ist einfach, ich bin selber erst Stufe 3, ey. Wie soll ich gegen die Gegner ankommen? Macht dann 0 Schaden oder nahezu 0 Schaden und die schießen mit Pfeilen und was weiß ich was auf mich. Aber zumindest regeneriere ich jetzt live. Das ist schon mal cool. Könnte vielleicht schon ein bisschen was ausmachen dann. Nächstenfalls, oh, oh. Verprimelt, oder? Egal. Halt! Mal kurz stehen, Blötze. Ich mal kurz um. Wolfs? Wo
Kannst du dich ja gar nicht entscheiden, wo du zuerst hin willst. Anfaser wieder. Blitze? War doch gerade noch hier. Da. Das habe ich auch gern. So, ja. Und da lang. Langsam. Ist mir, oder? Oh. Schwer ab, sofort. Geh weg. Ja, ja, bye. Ciao. Guten Tag noch. Bin bestimmt wieder viel zu low, um mit mich mit denen anzulegen. Bin doch einfach noch viel zu viel. Ah. Na dann, WB Hämatit. Hi. Dann weiß ich wenigstens, wer da zuschaut. Schon von den kranken Schwarzen gehört, die nach Temerien geschickt werden? Die Nina und Anna was zum Essen machen. Haben. Die Kranken wurden aufgeschlitzt, als sie noch geatmet haben. Oder ist die Ada, wer weiß. Vielleicht scheißt mir auf Twitch einfach bloß wieder wahrscheinlich. Bruder wird gegen Bruder kämpfen. Väter werden ihre Söhne verstoßen. Fäulnis wird die Felder verwüsten. Wölfe und Krähen werden zehren von zahllosen Leichen. Wenn sich die große Finsternis herabsenkt, dann hat er den Kampf verschwunden. Ups, Entschuldigung. Er wurde mager, hier mit Absicht. Jetzt mit dem alten Mann reden. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Was? Alter, gar nicht. Was mit dir? Bin ich eigentlich unsichtbar, Hexe? Hast du viele von diesen Bestien? Du weißt schon. Hexer. Oh. Ups, Entschuldigung. Ja, die Ninel wird schon okay machen. Vielleicht ist nur beschäftigt. Dass ich auch verstehe. Ja, was hilft nichts, ich muss erst ein paar Level machen. Weil ich bin einfach viel zu popelig, um hier irgendwo einen Auftrag zu machen. Ich hätte jetzt da gerade versucht, der Main Story weiter zu folgen. Hey, Stufe 7 Gegner, ich Stufe 3. Pff. Verloren. Ganz eindeutig. Du hast viel mehr schauen auf Nebenquests. Ist überhaupt kein Auftrag gehabt. Also ich hätte es versucht wirklich, aber... Es hat so bescheiden ausgeschaut, der Versuch, dass ich mir gedacht habe, es hat nicht viel Sinn. Hi. Oh, Moment mal. Hey, es ist Dorf. Oder? Ist schon Dorf. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Damals in Novigrad. Ich bin nicht am Arsch, ich muss hier nur durch. Ja, ja. Einfach weg, dumme Katze. Was zu essen kriegen. Ehrlich? Ich wünsche euch die Pocken.
Naja, es. Ich weiß, ihr mögt mich alle nicht. Also ihr braucht mich, dann bin ich auf einmal ganz beliebt. Servus, danke fürs Neuschauen. Ja, wie gesagt, ich muss definitiv erst ein paar Level machen. Deswegen, ich versuche jetzt hier die Nebenquest zu machen, diese Stufe 3. Vielleicht bringt das wieder ein bisschen mehr XP. Weil ich weiß gar nicht, ob Fights selber Experience bringen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ui. Ui, ui, ui. Natürlich habe ich sie wieder am Arsch, oder? Was ist denn, hey, ich. Du musst hier doch nur vorbeireiten. Wieso gehen die denn gleich wieder auf mich los? Aha, aha, aha. Mach langsam. Wildhund, ah. Okay, das ist aber jetzt, da muss ich hin, oder? Oder gibt es da eine Quest? Wer weiß, absteigen. Komm. Müssen wir probieren. Also, du hast denn das Schwert jetzt wieder weg, du Depp. Das. Brauchen das wahrscheinlich. Ja. Ah. Verdammt, zu langsam gewesen. Wie ist es? Schädigt. Der einer der Gegenstände ist in schlechtem Zustand. Ja, aber hier, sonst funktioniert er nicht so gut. Okay. Moment mal. Erstmal das Fleisch mitnehmen. Der ist tot? Ja. Will, warte. Was? Aha. Da drin. Ja, lassen wir mal laufen. Mal reinschauen. Fackeln am Weg. Was, ich zünd die einfach mal alle an. Wer weiß. Kein Plan, ob ich das brauche oder nicht, oder? Gibt's da nicht. So, ja, schauen wir da mal rein, oder? Moment. Die Waffe weg. Eins drückt. Kommt raus, ich tue euch nichts. Ah. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen und eine Handvoll Beeren. Okay. Was macht ihr hier alleine? Wo sind eure Eltern? Die Schwarzen haben sie getötet. Aber manche von uns wurden auch so rausgeworfen. Zu viele Mäuler zu stopfen, hieß es. Oh, ey. Hier, teile es mit den anderen. Danke. Hier für dich, weil du nett bist. Ihr Pilz. Ah, Buch. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Oh, hallo. Zu lange zum... Tötest du die Monster? Alle? Erklären, was mit mir... Elisabeth kann nicht alle.
Okay, na dann. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich geht's doch gut. Vernarbt, naja, gut. Reden. Reden. Okay. Ich. Komm mal. Kann man eh die ganze Zeit sprechen. Gut. Ja, hallo, Mischan. Ich habe aber keinen Bogen oder sowas, gell? Och, ich habe eine Armbrust, aber ja, aber das ist ja. Das sonst total vergessen. Mal ein Schwert habe ich doch gegen. Gern keinen Auftrag, glaube ich. Ich glaube, ich lass mal lieber. Geht bloß ins Auge. So, Moment mal, was ist hier? Mein Schwert ist beschädigt. Wie repariere ich denn das? Kann ich ein. Nein? Nein. Jetzt? Achso, mein. Was ist dein Gegenstand? Was ist denn davon? Ah, okay. Hm. Ja, wie? Wir sind in der Stadt. Ja, gute Frage. Repariere ich das denn jetzt? Händler? Wahrscheinlich geht es in der Stadt. Okay. Oh, oh, ne. Auf die zwei. Geht da schon gut los. Kleiner Pullkugel. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Ah. Auftanken. So fühlt sich live wenigstens, so muss ich nicht die ganze Zeit mein Essen verbraten für das. Sonst wird es nie was hier, dass wir vorwärts kommen. Das war auf jeden Fall mal nützlich, der Skill.
Aber so kriege ich wenigstens Experience, hoffe ich. Damit auch Level. Und da hinten rennt der Bär. Könnte auch interessant werden. Warum bin ich ja fertig geworden, aber beim Essen hat nicht mehr so ganz geklappt. Beim Teller umgehen wir festgestellt, scheiße, 2:56. Naja, Zigaretten dort unten. Raucht und dann den Rechner gesetzt. Komm. Dann hat man hier eh schon so gut wie tot. Nicht schlecht. Das ist Stufe 4, okay. Zumindest 2 habe ich schon mal geschafft. Es lief das allein. Sei du kein Räuber, bitte, hey. Würde enden. Jetzt hier. Ich muss erst live aufladen lassen, das hilft nichts. Banane. Du hattest jetzt eigentlich Experience gegeben? Wahrscheinlich nicht, oder? Inventar? Alice Alchemie? Klares Charakter. Schauen, wenn wir den Ghoul getötet haben, ob da mehr steht.
Die Heiltränke habe ich auch noch nicht, gell? Was war das? 384? Oh Gott. 4! Ernsthaft? 4! Alter, da bin ich ja Jahre beschäftigt. Die Nummer wird langwierig. Mal schauen, was es für die Quest gibt. Ich hoffe mehr. Eine Prise Igni. Dumme. Das wird interessant. Du bist beschäftigt, bis du ein paar Stufen gemacht hast. Wird da einfach alles auf dem Weg mitnehmen, was irgendwie daherkommt, glaube ich. Gegnern und. Das. Wussten. Ihr seid begeistert froh. Mit dem will ich mich aber auch nicht anlegen, hä? Stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Naja, da sind wir wieder Ghule. Freunde zumindest auf jeden Fall einmal. Nee, das ist eine Moderhaut. What the hell? Zeug da weg. Verdammt, bist du hässlich. Oha. Okay. Explodieren wohl. Was Neues gelernt. Gegner. Gut, explodiert. Oder Haut. Ja. Aber das Neue ist gekillt. Ist.
Oh, die Grafik ist auch super geil gemacht, oder? Das kann schon auch was. Eine Prise Igni. Ich hoffe, fürs Abschließen der Quest gibt es da mehr, hey. So viel Kräuter pflücken und ähnliches wird es ja nichts geben, meine Erfahrung, oder? Ja. Ölkraut. Da war's. 410. 410. Pflücken und so gibt's nicht. Aber vielleicht für Bauen. Aber das war absolut important, dass ich den Punkt auf den Skill gesetzt habe. Also mit dem Life-Rack, das, also zumindest dem Life-Rack außerhalb des Kampfes, absolut lebenswichtig. Mal noch gleich mal schauen, was da so ist und da allgemein geht. Singelt ihn, ja, hurra. Achso. Ah. Scheiße. Einer lebt noch. Ja. Singelt ihn, er ist alleine unterwegs, hey. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers. Und wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ja, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex.
Danke, Hexer. Bleib mal hier, vielleicht können wir noch quatschen. Auch, ne? Erstmal hier den Rest aufheben. Ich weiß, wann wir das noch brauchen. Eine Prise, der Wind heult. Beide Schwerter angeschlagen, verdammt. Wie? Jetzt ein bisschen des ewigen Feuers zurück. Was hast du vor, mein Bester? Ich werde jetzt mal zu dem Pister schauen. Hinten werden wir da irgendwo so was hängen. Was schön. Und mehr als. Ey, wenn wir noch vierter mal noch geiern. Ja. Egal. Meine Klötze. Klötze und treten. Ist noch mehr, komm. Los, los! Tötest du die Monster? Alle? Los! Tun das, Lady! Ihr Götter, bald ist Vollmond. Fenster vernageln, Türen mit Eisen beschlagen. Also. Wenn ich nur Milch für die Türschwelle hätte, die würde alle Dämonen fernhalten. Ja, zuerst haben die Armeen. Die kochen, jetzt der Hunger. Das ist wie ein Schmied. Wie geht's dir? Willkommen. Alles Schläger, Plünderer, Hurenschelme. Früher kamen am Markt. Dann griffen beide Streitmächte an. Jemand hat meine Rotte geklaut. Die Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Die Infanterie kam wie eine Mauer aus dem Sumpf marschiert. Unsere Jungs wollten sich ergeben. Doch
die Schwarzen machten keine Gefangenen. Sie sammelten unsere Männer. Ja. Dann sollten wir vielleicht doch mal. Ja, ich. Hier sonst niemand oder kein Ding mehr davon. Ja, wieder auf dem Sammelplatz jetzt. Komm mal angetrabt hier, mein Juda. Komm schon! Langsam, langsam. Da Plätze. Wie ist die? Jungs. Nummer zu groß. Lauf, Plätze. Meister, wir müssen uns einmal unterhalten. Hast du deine Aufgabe erfüllt? Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des ewigen Feuers. Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verwundeten brauchten Hilfe, die Flüchtlinge geistlichen Zuspruch. Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Examen Ehrenkodex, oder? Wir sind nicht bestechlich. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Ah.
bekommen. Du wirst brennen, Teufelsbrot! You will see, mein Freund. Du bist der dritte von euch. Der Prediger. Was ist der Prediger? Zwei Matronen? Hin. Will er Batzen Geld? Ich weiß zwar nicht, was ich für 200 Kronen krieg, aber. Ruhig bleiben. Plötze, was los? Plötze! Aus! Was ist denn los mit dir? Bist du nicht Plötze? Weißt du was nicht, Schatzi? Was ist los, mein Gutster? Ist gut. Gut, Plötze. Ist fein. Langsamer. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Wie die Hexe. Ganz anderen Fleckerl eigentlich wieder, gell? Hexe auf eigene Faust hat die Befrage die Bewohner Mittelhains nach ihr. Hexe denn überhaupt? Da hast du die Weltkarte. Fehlen. Okay. Haben wir nicht noch irgendwas in Weißgarten offen? Da erst einmal umschauen, weil das ist definitiv niedriger vom Level her einfach das Gebiet. War ja zumindest mal was zum Reparieren. Oh. Mensch, momentan. Was ist Bett? Mama? Auf und schwarze Bretter. Da oben wird es dann einen Schmied geben wahrscheinlich, aber... Und gleich daneben haben? Dann schauen wir doch da noch schnell hin. Komm schon, Plätze! Da drüben. Das ist aber schlimm, Hans. Kein Platz mehr in der Stadt, was? Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Sonst. Lauf, Plätze. Erstens, ich langweile mich so, dass ich kotzen machen. Und zweitens? Hör einfach auf mich und geh verdammt nochmal nicht hin. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Hexenjäger. Willst du wirklich dorthin? Ich zittere schon, wenn ich nur daran denke. Und, Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Sensenmann muss großen Spaß haben. Hexer. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Hey.
Langsam. Wir müssen jetzt mal schnell schauen. L? Oder L? Nee. Oder L. J ist Quest. Okay. Jagdstufe. Laufen. Bald auf Stufe. Mittelheinz. Okay. Ein Vampir hat noch eine Frau getötet. Vielleicht, komm schon, Plätze. Aber vielleicht auch nicht. Früher kam er. So, ich muss erst zu einer. Wagen mit köstlichen Fettbeladen an. Schmalz, roten Würsten, der Blutsauger. Jetzt bringen sie Eichelmehl und bestimmt Fett, um hier rauszukommen. Das nilfgaardische Kriegsgericht befindet Dragomir, Sohn des Anastasios, für schuldig. Seinem neuen rechtmäßigen Herrn Kaiser Emir von Emreis gegenüber seine Treuheit gebrochen zu haben, indem welche zwischen kaiserlichen Soldaten in der Zentralarmee-Kantine belauschte und entsprechende Berichte an Spione weitergab, welche im Diensten des feindlichen Königs Redanien entstanden. Der Angeklagte wird zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil ist sofort nach der Panam. Los. Blündigdamm. Oder war das das Eckerl, wo die Kinder waren? Ja, sicher, das war das Eckerl, da wackeln die Ozonten ab. Eher je. Los, los! So, ihr sollt ja eigentlich erst einmal wohl in der Stadt zum Reparieren, ja. Na, mal schauen. Können wir ja da reparieren. Komm jetzt. Gnadenreiche Werner. Ich habe gehört, man kann von den Männern des Barons was zu essen kriegen. Wie denn? Ja. Was ist mit den Minen, der die Mädels aus Bella gebracht hat? Krähenfels
solltest du einen großen Bogen machen. Woran denkst du? Ah, wie woran denke ich? Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Woran denkst du? Dass du meine Waffe reparieren könntest, Mann. Eigentlich. Ey. Boah. Beschädigte Gegenstände. Einen Handwerker. Okay. Kein Laufenschmuck. Er hat doch kein Icon. Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Verbote sind ihr Schnuppe. Und wenn sie jemand entführt hat und sie in einer Notblende im Wald gefangen hält, dann leiden. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Sei gegrüßt. Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temeria, aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihm Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Der blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznamen? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt und sie ausgehungert. Aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um. Und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen. Und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Wie ironisch. Aber er hat da gar nichts gemacht. Nun, eine Woche zuvor hatte er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Ah, okay. Das ist eigentlich doch so. Danke. Leb wohl. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer... Ach, wisst ihr noch? Damals, als man den Wald noch kaum betreten hat und schon das Geschnatter hörte, mehr Leute traf, als auf dem Markt in Gottes Leben. Woher kommst du? Woanders. Werner am Scheideweg, okay. Sogar schon Heidfelde. Ah, mir ist mal hier. Eigentlich gar nicht. Aber, falls nicht, den Marker hin. So. Jetzt aber erst einmal schnell. Schneller um mit.
wir mal, ob sie... Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ech, Elen, tet ategane, eb evoni alba. Der Kaiser wird uns führen, geradewegs nach Nürnberg. Wenn ihr so diese Scheiße lässt, eigentlich. It's no me. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat... Ein Medete ist Tuadesche in Novigrad. Ich hab dich in Vysima gesehen. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Oh, ja, ich weiß. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Was denn jetzt passiert? Geht das da auch schon los, oder was? Hör mal bloß auf, du Mikro. Sagst du. Bist nur. Wir haben jetzt 2 Wochen halt. Gott sei Dank. Aber nicht wahr sein. Hör mal mich noch. Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist, wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Ja, servus, danke fürs Neinschauen. Deine Herstellung links aus dem Bildschirm siehst du eine Liste der Schemas in deinem Besitz. Ausfinder. Oder ein Schema. Rechts aus dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuellen Ausfinder. In der Bildschirmmitte siehst du die erforderlichen Komponenten. Leck mich doch am Arsch. Auch Handwerker müssen essen. Wenn dir ein Handwerker etwas anfertigen soll, musst du ihm deine Dienste entlohnen. Wenn du das erforderliche Geld hast, drücke Eingabe, um das ausgewählte Schema herstellen zu lassen. Jetzt ist aber gut. So ein Handwerker auf und Fälle zerlegen. Okay. Reparieren würde ich gerne, aber das. Eis 107. Habe ich denn 504? Immer schon mal. Jetzt gehen wir schon mal knicken. Panik.
Den will ich halt eigentlich. Den. Ah, da, ha, jetzt hat. Reparieren. Taugt das heute? Verwendete Ausrüstung reparieren. Oh, weiß ich nicht. Alle Ausrüstung. Okay. Das ist nur. Ah. Ja. Bis dann. Stände wurden aufgewertet. Was du musst gewinnst. Das ist der Quartiermeister. Okay, ja, Herr Sir Eban Luit. Was? Na gut. Dann die Sachen mal repariert. Das ist jetzt. Also, stopp. Oh, jetzt der Blöde. Ja, nu. Kann auch nichts dafür, dass der so unhandlich rennt. Das ist die falsche Richtung. Pass mal auf. Ich hab dich in Wysima gesehen. Ja, ist schön. Freut mich tierisch, dass du mich in Wysima gesehen hast. Geh mal aus der Bahn jetzt da, du auf. Na gut. So. Wir müssen Weltkarte war Leertaste, da wieder rüber. Und Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ziri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Was für ein Bazzi, ja? So. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört.
damit ihr eh außen rum müsst. Da ist schon. Jetzt. Nicht plötzlich. Weiter so, Plätze. Hör dir nicht so an, wir kommen da drüber. Wie gut's da? Ist er ertrunken? Hinter mir? Schnell absteigen da. Komm schon, komm näher. Reinlassen. Nicht. Ich bin bei mir nicht mehr. Langsam, langsam. Komm schon! Glück. Komm plötzlich, jetzt stell dich nicht so an. Tief ist das jetzt auch nicht. Geh plötzlich, weißt du was? Mach langsam. Bleibst hier, geh da drüber. Mädchen. Weiß ich, du wolltest mir bloß den Weg ersparen, gell? Abends. Ist schon. Lauf, Plätze. Da ist der Brückenmummi. Nicht so schnell, Plätze.
Männer des Barons abgelegen? Hab ich doch noch gar nicht. Ja. Wird er nicht geschafft. Dieser blutige Baron, warum ist... Ah, okay. Okay. Finden wir den Baron auch. Ja. LOL! Ich hab, glaube ich, da gerade ein bisschen übersprungen. Denke ich nur witzigerweise. Was ist? Wieso? Weil ihr habt doch Krallen. Hexenjagd angegeben. Freifler, Hundeblut, alle auspeitschen, Beine vom Arsch reißen. Mein guter Junge, hab Mitleid, erbarm dich einer alten Frau. Du siehst aber schlimm aus. Ja, was jetzt? Seid dich mal. Bist du die arme Frau oder bin ich der Arme? Eurerin. Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Ja, wenn du mir sagst, was los ist. Die Pocken sollen sie holen. Den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden. Sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keinen. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Schlimm aus. Bett. Ich sitze ja saublöd vor der Anzeige. Sehe ich da gerade so. In der auf. Die Anzeigen, da ist eigentlich überall Anzeige.
zumindest bin ich aufgehoben. Das ist nicht dein Tag. Ich bin nicht mein Tag. Jetzt am Fersen bleiben. Ah, oh, wieder losgeworden. Ist gut. Aha. Langsam, langsam. Schneller. Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Anna aus den Wäldern, Frau. Hört, hört, irgendeine Teufelsbrut treibt ihr Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Der alte Willi schwört beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hanna aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht. Allein in die Felder und nehmt immer eine Sense oder Forke mit. Wer den Mumm hat, die Bestie auszutreiben, soll eine Berührung bekommen. Volko, ältest Mittelein. Woher kommst du? Was soll es denn schon? Ja. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraut. Gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wird der nicht wieder munter. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Du, schau her. Hakuzari, eine bayerische Tracht. Wenn er nicht so schweineviel dafür verlangt hat, dann ist es kaufen. Ja, dann kostet nur das Oberteil 303 Gold. 303 Kronen. Ich habe 395. Das ist. Ich wäre ja eigentlich voll dafür zum haben, gell? Aber das ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Was ist das? Ich will hinweisen auf der Karte, um Hexer-Ausrüstung zu finden. Aha. Verkaufen wir eher sowas. Hexer-Ausrüstung, ja.
So, das sind alles Schemen zum Bauen. Anfänger Rüstungsreparaturset Werkzeug 50% auf die Haltbarkeit des Gegenstands. Rüstungsschmiedewerkzeug dient der Reparatur von Rüstung. Meister. Also die habe ich erstmal Lerner, oder? Was kosten? 38. Das sind eher noch Geld sparen. So, jetzt haben wir ja so. Wir sind noch nicht der Reichste. Aha, okay, das ist unverkäuflich. Okay. Warum ist das unverkäuflich? Ja, da verstehe ich das schon genug hat wahrscheinlich. Thema Mater wird für alle chemische Zubereitung. Und wir besser werden sie. Jawohl. Bis dann. Sag mir jetzt so, wie hörst du das Kauf? Mittelhain. Einfach mal merken, Mittelhain, bayerische Tracht. Ist das mal hier? Nein, 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 so, so nicht. Müssen wir gleich einen Tee machen. Das muss ich ja. Nutze die Chance gleich. Machen wir nebenbei einen Tee. Bis gleich.
Schön ins Knie. Das war die Tischkante. Und mein Knie. Wir haben gerade wieder Bekanntschaft gemacht. Mein Knie wollte der Tischkante. Mein Knie wollte der Tischkante klar machen, dass sie da nichts zu suchen hat, aber. Ich glaube, die Tischkante hat meinem Knie gerade klar gemacht, dass es da nichts zu tun hat. So fühlt sich zumindest an. Oh, stolzer Treffer. Ah, ja. Alles ein bisschen eng hier, aber geht schon. So. Also, wir müssen mit den Anwohnern hier reden, oder was? Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Denn da zum Beispiel? Einen guten Tag. Ich bin gesund, den Göttern sei Dank. Und abgesehen davon kann auch sie aus Steinen kein Brot backen. Komm schon, so schlecht ist die Neue gar nicht. Hat eine scharfe Zunge, aber sie hilft, wenn's nötig ist. Ihre Zauber machen uns aber nicht satt. Außerdem hat sie keine Das macht auch Spaß, ja? Und was ist das für eine Hexe, die kein einziges graues Haar hat? Da kann doch nichts dahinter sein. Das habe ich mit dem kleinen Zeh mal probiert. Ah, erfolglos. Ich höre doch, was die Leute reden. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich suche die Hexe. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt. Konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Ich geschickt. Schwert und den Pocken sprach eine Alte zur anderen. Niemand im Dorf ja ist am Leben böse. Geblieben. Da hilft die nur Möse. Noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexenheiler oder weise Frauen gesehen. Forderliche Zeugenstufe 1, wirklich, denk nochmal nach. Habe ich das denn? Das kann ich gar nicht, oder? Nee, haben wir nicht. 50 würden dich ein paar Kronen umstimmen. Machen wir erstmal leb wohl. Ich will dich nicht bei der Arbeit stören. Die wilde Jagd hat sie niedergeritten, weil sie die Herrinnen nicht respektiert haben. Stimmt das? Was gibt es Neues in der weiten Welt? Krieger! Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Was guckst du so? Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja. Und du bist der Hexenmann, der Mutant? Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch. Also, willst du ihn einwickeln? Hat die Psst. Da kommt jemand. Erzähl mir später alles, Liebes. Na gut. Oh, und denk dran, ihr was mitzubringen. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen.
Was willst du? Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich. Ich hoffe, nicht aufgeben. Aua! Kenne ich dich irgendwo hier? Götter mögen dich segnen. Komm, tu nicht so, du bist die Hexe, das weiß ich. Ich sehe, dass die Tarotkarten da auf dem Tisch liegen. So, was ist die Täuschungsstufe? Was war Täuschung? Ben, oder? Rutschschild. Gedankenbeeinflussung. Axi, okay. So, warte mal. Ist dann unter. Alle. Ist da, oder? Da bräuchte ich dann einen Punkt rein. Super. Die Intensität von Axien in Dialogen erhöht sich. Okay. Will ich ihm jetzt keine 50 Gold dafür geben? Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Reden wir über meine Belohnung, ich kümmere mich darum. Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Problem für Hanna aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Meinetwegen, wie du willst. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta?
Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Eine geile Ansage. Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Einfach. Überhaupt nicht. Seh, sozusagen. Oder hast du 3 über? Wie geil. Aber er hat teuer für diese Geschenke bezahlt. Ihm fehlt das linke Wenn unsere Kunden sollen wir das nicht neues verkaufen können, das Zeug schauen wir mal. Also dieser Weiße. Und du bist der Hexenmann, der Mutant? Was ist mit deinem? Was willst du? IC, oder was du? Was willst du? Na, die alte Frau war das, oder? Ein Bären zum Tanz aufgefordert? Mögen die Götter dich schützen. Ich muss zum Wasser hin. Bei Lünchen, wenn ich aussiege. Wolf. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Zu gewinnen, wie was? Passt. Wow! Wow! Hallo! Da. Aha. Mich? Was denn? Sie wurden mit dem Schwert und den Pocken bestraft. Niemand im Dorf ist am Leben geblieben. Da hilft nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Wenn du mir solche Geschichten erzählst. Nein? Nein, 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 nein. Das Tauchdock, also den Moonpool, gibt's noch genauso. Du hast nur zusätzlich noch die Option, ein Seebahndock anzubringen. Aber siehst du später, Hämatit. Von der Funktion, es lädt die Seebahn auch auf. Und du kannst damit angeblich auch komplett rein, also wirklich mit allen Teilen. Egal wie lang das Ding ist. Das nein. Die ist wirklich nur für die Seebahn. Es ist eben auch wirklich nur so eine Rundung, ich meine... Also mit dem Krebs hinten dran, an der Seebahn sozusagen. Also ist dieses Dockteil von der Seebahn dann doch für den Krebs auch. Ich gehe jetzt davon aus. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen. Muss ich selber noch rausfinden. Das kann ich dir aber eigentlich erst heute Abend dann im Endeffekt sagen. Beziehungsweise, wenn ich das Dockteil komplett gefunden habe. Oder du probierst es aus. Das Haar
heiß wie Quark. Quark, das wäre jetzt genau das Richtige. Guten Tag. So, also, was müssen wir jetzt? Wir haben doch hier irgendwie... Wem soll ich reden? Mit der Alten? Waren die Alte? Am Ende des Dorfes hieß es. Ja? Hey, Weißkopf! Oh. Bienen. Wer ist denn, dass die nicht schimpfen, dass ich hier ausräume? Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Ich sehe, dass du ein weit gereist. Deine Augen sehen krank aus. Was? Aber ist so nicht so. Schau mich nicht so an! Das ist eine alte Frau. Wie soll ich nachts schlafen, wenn du mir solche jetzt oder hier? So. Wo war die Alte? Ja, aber er hat teuer für diese Geschenke bezahlt. Die wilde Jagd hat sie niedergeritten. Wie soll ich das schaffen, wenn du mir solche Geschichten erzählst? Hi. Die Hütte. Nee. Was guckst du so? Belästige uns arme Leute nicht länger. Die wilde Jagd holt sie alle. Alles so? Nicht mehr so übermütig sein, wenn sie die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Oha. Über die Anfälle mit Hilfe der Hexe sind, frage die Zeugen.
so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Jemand hat meine Puppe geklaut. Armer Mirko, ganz alleine. Dieses Kind. Sie hatten sich so darauf gefreut. Sie haben die Hände ausgeraubt? Ja, aber warum schließen wir uns ihnen nicht an? Vielleicht. Schau mich nicht so an, wenn du mir solche Geschichten erzählst. Deine Augen sehen krank aus. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Sorry. Uns nicht. Wow, deine Augen, die sind wie die von meiner Katze. Alter. Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Niemand im Dorf ist am Leben. Da hilft nur. Tötest du die Monster? Alle? Du siehst aber gar nicht gut aus. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Die Götter mögen dich segnen. Die Götter mögen dich segnen. Willst du wirklich dorthin? Ich zittere schon, wenn ich nur daran denke. Wir reden später darüber. Und hoffen, dass uns das Böse verschont. Deine Augen sehen krank aus. Wieso ist er eigentlich? Ich krieg ein das Kotzen mit diesem scheiß Lock. Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Oh. Eins, zwei, drei. Die alte Hex kommt vorbei. Heute habe ich ein Stück Brot. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hannah aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran. Und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Mit Freude seinen Trunk gebraut. Gießt ihn mit großen Schiffen runter. So schnell wird er nicht wieder mund. Ich zittere schon, wenn ich nur daran denke. Nicht von hier, oder? Wenn du so fragst. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Was, das geht nicht. Hier ist eine Frau entlang gekommen, barfuß. Doch, geht? Okay.
Das ist aber praktisch, wenn es geht. Sag jetzt mal so. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Ah, jetzt gehen die Spuren noch weiter auf einmal. Oje. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Also deine Hexe sind ein, um herauszufinden, was dem geschleiften Leichnam zugestoßen ist. Nur das Messer mit auf jeden Fall. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief? Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Bokkai hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt, doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bokkai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den übrigen Ort, deine Zula. Offenbar ja. Hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Einen ja. Nachtschein. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Ah ja. Drüben ist da irgendwas, oder? Banditenlager, okay. Der Türe brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Okay. Nicht von hier, oder? Willst du wirklich dorthin? Ich zittere schon, wenn ich nur daran denke. Weiß nicht. Hexer, hab Erbarmen. Nimm uns nicht die Kinder weg. Olko. Sei gegrüßt. Was willst du? Kannte dir Zula und Bokkai? Zula und Bokkai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokkai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Zula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokkai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Zula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Zula, gütige Götter. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Nicht von hier, oder? Wird interessant. Mal schauen, ob wir das schaffen. Mit der Stufe, wo wir haben.
Auf was bezogen? Was ist jetzt gesundheitsmäßig? Es ist so eine Teufelskreisgeschichte. Sag ich jetzt mal so. Eigentlich ja. An sich, also der Kopf ist nicht mehr ganz so dick irgendwie in der Früh, wenn ich aufstehe. Ich habe aber immer nur tierische Kopfschmerzen zum Teil nach 2-3 Stunden. Sag ich jetzt mal so. Und die gehen eigentlich auch nur weg, wenn ich Schmerztablette nehme. Husten ist besser geworden auf jeden Fall. Stimme, naja. Ist noch ein bisschen angeschlagen, wird aber auch schon besser. Und die Sinopret helfen zumindest, dass da gut was rauskommt aus der Nase. Also ich habe vorher so das erste Mal irgendwie so ein Fiepen in den Ohren gehabt. Wo ich mir gedacht habe, oh, ist jetzt doch so weit, dass da endlich mal irgendwo ein Ende kommt von dem Dreck. Aber, ja. Gute Frage. Aber theoretisch habe ich noch 3 Tage. Und wenn ich da noch relativ ruhig mache und, naja, ruhig, ich bin eh daheim und zocke im Endeffekt. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Vier bis 14, nee. So. 4 bis 18. Hat sie gesagt, Nachterscheinung. 4 bis 23. Was? Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ah. Okay, muss ich echt. Ah ja. So, warte mal. Hoppala! Und, ja. Wieder abgeschmiert. Abgestürzt. Danke für deinen Bericht. Ja, mach. Dauert einen kurzen Augenblick. Das nehmen wir gleich noch schnell das Update zu The Forest durchlaufen. Und es sind down. Sollten nämlich gleich mal durch sein.
fast ein Gig. Auf jeden Fall was gemacht. Weiter geht's. Ja, im Endeffekt so ähnlich, also Nase laufen oder Nase verstopft habe ich auch fast das ganze Jahr, weil ich bin einfach auf nahezu alles, was grün ist, allergisch. Von dem her gesehen, das bin ich eh so ein bisschen gewohnt, sage ich jetzt mal. Aber die Kopfschmerzen dazu und, boah, Alter, ist das laut. Die Kopfschmerzen dazu und halt dann dieses, so versammelt dieses Raue im Hals auf Dauer ist irgendwie normal nicht da eigentlich. Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Okay. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Oh, okay. Ja, das ist nicht optimal. Aber habt ihr dann wenigstens Thermoklamotten, wenn es denn sowas drin bist? Also wenn du irgendwie in so einem Kühlraum arbeitest oder sowas? Naja, das kenne ich nur zu gut. Kenne ich nur zu gut. Habe ich aber echt gemacht. Also ich habe mich da 4-5 Mal am Tag umgezogen. Weil ich eben dann auch zwischendrin immer wieder raus musste. Aber ich habe gesagt, nee, sorry, hey Leute. Punkt A habe ich es dann ziemlich schnell mit den Schleimbeuteln gekriegt nach 1-2 Monaten. Sodass ich die Thermohose zumindest auf jeden Fall tragen musste. Und bevor ich dann jeden dritten Tag irgendwo mit der Lungenentzündung umeinander hänge, habe ich mir gedacht, dann zeige ich mir die Thermojacken auch. Ich habe zwar geschwitzt wie ein Schwein, wenn ich ausgegangen bin, aber ja. Weißt du, das nimmt man dann in Kauf. Weil da war mir meine Gesundheit dann doch auch wichtiger irgendwo, weil das, nee, auf Dauer. Mach dich sowas kaputt. So, wo muss ich denn eigentlich für den Treffpunkt der Liebenden? Ja, super. Das hat super geklappt. Dem Vieh. Kommen wir jetzt einfach wieder. Machen jetzt was anderes. Habe ich keinen. War wieder klug.
dieser Hexe gewesen. Verzaubert sie, ich sag's auch. Alter. Meine Fresse, stell dich doch jetzt da davor und mach das. Kann doch nicht wahr sein. Okidoki, Hämatit, dir noch einen schönen Abend. Wir hören uns, wir sehen uns. Vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man riecht sich, mein Guter, man riecht sich. Bis die Tage. Wahrscheinlich bis morgen. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. Günstig, ne, Klappe. Billiger gibt's nirgends welche. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Passierscheine, was sind die? Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich hab noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Ist das nicht billiger? Nein, danke. Hey, halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? In der Nähe. Ein Stück im Südosten hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Hm. Na gut. Über Nacht. Mal sehen, was ich tun kann. Wirklich nicht. Ist nicht einfach. Überhaupt nicht. Schrecklich, diese Gebühren. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Aber du entscheidest, wer passieren darf, nicht Radovid. Vielleicht werden wir uns ja einig. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Angeblich kommt kein Monster in deine Nähe. Was willst du? Bin wegen der Nachricht hier. Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem.
Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch. Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Kann ich mir das Geld sparen? Wenn du mir solche Geschichten erzählst. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Wir werden sehen, mein Freund, wir werden sehen. Wird immer nur ein Zuschauer angezeigt? Hängt das so lange nach beim Hämatit oder ist tatsächlich die Ninel da? Ihr hättet ja doch, das hängt nur noch. Ich mich aber auch die ganze Zeit verändern muss immer. Bitte. Ihr doch den Kind unterwegs. Bin cool. Das wird wahrscheinlich sein. Gespeichert haben. Aber die hängt bestimmt am Telefon, den ich da. Ist fleißig am Quatschen mit der Schwester. Ohne aber auch verstehe. Ja, du. Oder ist sogar hingefahren. Zu bieten
Okay, die Viecher haben es endlich. Gucken. Irgendwie müssen wir die doch dran kriegen. Das ist nett, die Nils. Wer weiß. Damit. Ah ja. Macht aber wenigstens ein bisschen Sinn. Muss ich eindeutig die Moves jetzt von den Gegnern lernen, ja. Aber eigentlich hätte ich die haben wollte wohl nicht. Viecher. Was? Was ist denn jetzt? Wie, der ist wieder voll mit Life. Thank you.
Nee, da habe ich keinen Auftrag gegen, ey. Das hilft einfach nichts. Oh ja, so richtig warm werde ich da noch nicht so. Mit dem Ganzen. Kriegen würde. Wäre der zweite vielleicht nicht mehr so die Herausforderung. Ach, der Prophet. Warum nicht? Ja, lass es mal live wieder voll werden. Bei Brandblase wieder besser.
Uhu. Alles gut. Da gehen. Nein. Nein, jetzt habe ich den wieder am Arsch. Bist dich. Vielleicht decke ich mein Live nicht auf. Music. Wir können live auf. Schon Plätze. Ah. Okay. Ah, das ist gut. Er sollte eigentlich sollte der live auffüllen. Bin ich. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich bleib jetzt hier mal kurz stehen und versuche mal live voll zu kriegen oder warte mal, ob der Live-Balken sich auffüllt oder nicht, weil gut. Gleich wieder da. Thank you.
Götter haben sich von uns abgewandt. Dass sie den gleich mal wirkt. Live geht immer noch nicht rauf, oder? Mein Live nicht rauf. Bin noch nicht in Fight. Jetzt geht aber auch der Balken wieder. Oder liegt es immer noch am Essen? Wer weiß. Warten wir einfach mal kurz. Auf nochmal. Haben wir zumindest einen Stufe 6 Auftrag erledigt. Und dann vorwärts. Oh, ja. Im Spiel eher so, dass die Nebenstories machen musst, weil sonst hast du überhaupt keinen Auftrag, dass du die Main-Story machen kannst. Weil die Gegner so heftig werden, dass du einfach gar keinen Auftrag mehr hast. Warum? Füllt sich der Balken nicht? Nicht so schnell, Plätze.
So ist gut. Müssen wir uns hoch. Das kann mit Glück erkennen. Aber schaut gut aus, dass der Balken jetzt ja nicht voll werden lässt. Los, lauf! Halt! Post. Okay. Genau. Weil ich es natürlich nicht so schlau und habe gespeichert, oder? Endtreffer. Alles live weg. Können wir den Schmarrn bestimmt von vorne machen, oder? Achso, okay, doch, ich habe gespeichert. Aber mit dem Ding live. Na gut, aber dass ich da drüben eh nichts getan habe, kann man das so. Oh.
Tägule. Algule. Was ist immer der Unterschied zwischen einem Algul und einem Ghul ist? Ja, Kinder. Bitte, dass ich gerade da nochmal gespielt habe. Den möchte ich jetzt da fertig machen. Dann werden wir mit Witcher halt eh Feierabend machen. Schafft, yes! Meine Fresse! Die Nummer! Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ui.
spät. Aber das wird was fürs nächste Mal, so wie das aussieht. Es ist mir jetzt langwierig, das alles abzuwarten. Das speichern wir jetzt. Und dann sage ich merci fürs Neischauen, merci fürs Zuschauen. Ich wünsche euch vorübergehend einen schönen Abend. Wir sehen uns in 10 bis 15 Minuten, wenn ihr Lust habt, nochmal zu Subnautica Below Zero. Das erste Mal. Da wollte ich halt auch auf jeden Fall nur reinschauen und dann danach mal schauen. Ja. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Merci euch. Bis gleich einmal. Habitere. Pfiat euch.